Einen schönen guten Tag. Ich suche weiter die Best Praxis für 2021. Wo geht es hin im Jahr 2021? Wir diskutieren darüber jetzt live und suchen die Best Praxis Beispiele unter uns. Hallo, die Susanne, wir sind schon live und du bist jetzt auch dabei, deswegen machen wir es weiter. Nur hörst du uns und siehst du uns? Ja, ja, ich höre und sehe. Super. Okay, dann will ich kurz vorstellen, wer ist in der heutigen Runde dabei. Ist die Martina Reiterer, sie ist Mentalcoach. Und sie beschäftigt sich mit dem Gesundheit, Auswirkungen der Bildschirmarbeit. Und ich glaube, das sollte uns alles beschäftigen, wenn ich die Runde ansehe. Die Katharina Reich, sie ist Trainerin und Kuratorin für berufliche Transformation mit Schwerpunkten Art Thinking, Communication, Diversity und Nachhaltigkeit. Die Angela Kiemeier, Stimmtrainerin. Und sie hilft Menschen, die Stimme zu gestalten und auch zu behalten. Karin Schunfoll, sie ist Leiterin der Humboldt-Matura-Schule und kann ihre beide berufliche Leidenschaften unterrichten und unternehmerische Gestalten tagtäglich miteinander verknüpfen. Maria Reich-Kallert, sie ist CEO, Unternehmensberaterin, Diversity Managerin, Mentorin, Club Alpha, eine Institution seit mehr als 30 Jahren und ehemalige Politikerin. Susanne Frewey-Kazakbayev ist Galeristin moderne Kunst im 18. Bezirk in Wien. Dann ist die erste Frage an die Runde. Dann fangen wir in der Reihenfolge, wie wir uns alle sehen, mit Martina fängt an und dann die Katharina ist der Nächste. Was, Rückblick 2020, was hat sich getan, was hat sich geändert? Martina? Soll ich schon? Okay. Also, wenn ich zurückschaue, genau jetzt vor einem Jahr, kann ich sagen, es hat sich alles verändert. Ich bin vor einem Jahr, bin ich da gestanden und war überfordert von den digitalen Medien und habe eigentlich nicht gewusst, wie ich weitermachen soll. Und ich habe in diesem Jahr so viel lernen dürfen und so viel neue Erfahrungen machen können, dass ich sage, ich habe mich in einer unglaublichen Geschwindigkeit weiterentwickelt. Ich stehe jetzt auf ganz anderen Beinen wie vor einem Jahr. Ich halte laufend Online-Seminare und bin gerade dabei, auch Online-Produkte zu erstellen. Ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben und ja, also mein Job hat sich in einer Geschwindigkeit entwickelt, wie ich es mir absolut nie vorstellen habe können. Danke. Katharina? Naja, ich komme eigentlich aus dem Kunstfeld und aus der Architektur und ich habe irgendwann gemerkt, dass es für mich da eine Veränderung braucht. Da war eine Krebserkrankung auch dazwischen und habe mich völlig neu orientiert und habe mich zur Trainerin entwickelt. Und ich habe das eigentlich vor allem auch ausgehend von der Pandemie letztes Jahr gemacht, weil ich gesehen habe, also meine Kunst hat wirklich super zu laufen begonnen, aber natürlich sind dann Einkommenseinbrüche passiert und ich habe gemerkt, na, es braucht noch ein anderes Standbein. Und nachdem in meinem Umfeld immer mehr Menschen auch mit Themen zu mir gekommen sind, ist es nahegelegen, dass die Anfrage da war und dass ich ein Angebot dann platziert habe. Und so bin ich zur Transformationskuratorin geworden. Danke. Angela? Ja, bei mir hat sich natürlich auch alles verändert. Wie es bei einer Stimmtrainerin so ist, habe ich natürlich vorher sehr viel live unterrichtet und sehr viel
auch Live-Auftritte gehabt als Sängerin. Und im März mussten wir dann zuschauen, dass alles geschlossen ist. Und da kam natürlich ein riesengroßer Einbruch, weil Auftritte waren nicht mehr möglich. Ich habe dann Mai, Juni noch sehr viel via Facebook gestreamt und Live-Auftritte gemacht. Und dann einfach gesagt, okay, es muss ein Online-Training her. Und ich habe dann wirklich im September angefangen, alles auf online umzustellen, bei meinem Stimmbaumunternehmen die Homepage anzupassen, Online zu erstellen und, und. Also alles auf digital, auf Zoom umzustellen. Und ja, also es hat mein Business auf jeden Fall sehr nach vorne gebracht, auch im Marketing, in Marketingstrategien anders gesetzt, anders überlegt. Man ist überregional geworden, man ist nicht mehr beschränkt auf Wien, Publikum dort. Also es ist absolut umgedreht und eigentlich zum Besseren gewandt und sehr schön entwickelt. Danke. Dann mache ich gleich weiter. Also mein ganz persönliches Ereignis letztes Jahr, wenn du 2020 fragst, Margarita, dann war das, ich bin 50 geworden. Das heißt, ich habe meinen runden Geburtstag mitten in den Corona-Zeiten nicht gefeiert. Aber das hat schon ein bisschen was mit mir auch gemacht, auch als Mensch und als Unternehmerin. Was aber geblieben ist und was letztes Jahr eben begonnen hat, eigentlich vor einem Jahr, ist, dass wir als Humboldt-Matura-Schule natürlich und auch als Lehrerin, ich bin ja eigentlich hauptberuflich Lehrerin, die Leitung der Humboldt-Matura-Schule betrachte ich ja immer gerne als mein Hobby, weil ich das so gerne mache. Aber auch unterrichten mache ich gerne, aber damit verdiene ich auch Geld. Und das hat schon sozusagen vieles verändert, ja klar. Allerdings, wir haben eigentlich schon seit Jahren so in die Richtung digitale Medien und digitalen Unterricht gearbeitet. Und das hat aber natürlich jetzt einiges beschleunigt, ganz klar. Und auch die Akzeptanz bei den Kunden ist sehr, sehr gestiegen. Und für mich ganz persönlich habe ich das ganze Jahr, also ich traue mich das ja fast nicht zu sagen, aber ich habe das ganze Jahr eigentlich nicht als besonders schlecht empfunden. Zum Glück ist in meiner Umgebung keiner krank, deswegen kann ich es auch als gut empfinden. Aber es hat sich so viel getan und ich durfte so viel lernen, wie auch die Frau Reiterer vorher gesagt hat. Also mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht und das ist noch immer so. Und es tut sich wahnsinnig viel und vielleicht können wir später auch diskutieren, ob das auch tatsächlich nachhaltig ist, also auch diese Digitalisierung und Veränderung, weil dass sich jetzt viel getan hat, ist klar, aber die Frage ist, was tut sich dann sozusagen weiter und ist das tatsächlich nachhaltig? Danke. Ja, dann mache ich weiter. Ich traue mich das schon zu sagen. Ich habe zuerst einmal die Entschleunigung sehr genossen. Nachdem ich einen sehr dichten Terminkalender hatte, habe ich gedacht, wunderbar, ich kann jetzt 14 Tage, 3 Wochen zu Hause sein, versäume nicht. Es ist sehr gemütlich, jeder Abend zu Hause, wie angenehm. Und bin dann auch sehr schnell in so einen kleinen Faulheitsschlendrian gestolpert, weil mir gedacht habe, ich kann jetzt, wobei die Beratungsarbeit ist gleich geblieben, die hat sich halt nur auf Telefon oder dann in weiterer Folge auf Videocalls konzentriert. Der Club Alpha hat dank einer jungen Truppe, der Sabine Hackl, der Sigrid Kohl und der Ulrike Losmann-Hartl, sehr rasch auf ein digitales Programm umgestellt. Das hat mir sehr imponiert und sehr getaugt. Und da habe ich auch selber gleich eine Menge mitgelernt. Das war auch gut und habe aber trotzdem so bis zum Sommer in meinem unverbesserlichen Optimismus gehofft, das bleibt alles. Also bis zum Sommer ist jetzt ein bisschen ruhiger und dann wird das alles wieder ganz normal sein. Der Sommer war auch relativ normal, weil da ist ja normalerweise kein Programm. Wir konnten sogar im Mentory Club den Sekt in the City Abend abhalten, auch mit einer kleineren Gruppe, aber es ging. Und dann habe ich gehofft, also im Herbst geht alles wieder ein bisschen anders, weil weniger und kleinere Gruppe, aber es geht.
Und da bin ich dann wirklich aufgewacht, weil das war dann sehr rasch so, dass das überhaupt nicht mehr möglich war. Ich habe auch davor schon, also im Frühjahr, zuerst habe ich mir gesagt, meine Mitarbeiterinnen sollen ihre Überstunden abbauen. Dann haben die gesagt, naja, aber sollte man nicht doch zur Kurzarbeit anmelden, haben wir dann gemacht. Gut war es, weil sie sind immer noch in Kurzarbeit und im Homeoffice, weil sie natürlich sich auch die Wege ersparen möchten in den öffentlichen Verkehrsmitteln, was ich auch verstehe. Und ich habe dann im Herbst, wie ich gemerkt habe, also das dauert doch noch einige Zeit, wirklich sehr vieles verändert. Also wir haben das komplette Büro im Digitalisierungsmodus umgestellt auf alles in der Cloud, sodass jede von zu Hause arbeiten konnte. Wir sind auf ein neues Mail-System umgestiegen. In nächster Folge haben wir dann versucht, die Webseiten zu verändern. Ich habe dann auch mit allen anderen Vereinen begonnen, Online-Veranstaltungen zu machen, mangels anderer Möglichkeiten. Und da hat sich dann wirklich doch sehr vieles verändert. Und es ist aber immer noch so, dass ich immer noch hoffe, dass es zumindest zu einer gewissen Normalität zurückkehrt, denn so dankbar und froh ich über die digitalen Möglichkeiten bin, sie werden nie die analoge Begegnung und das analoge Gespräch ersetzen können. Und wir waren eigentlich alle, auch meine ganze Familie, sehr diszipliniert und haben uns wirklich an die Regeln auch in der engsten Familie gehalten, soweit das es war eigentlich auch mit den Enkelkindern, die ich sehr wenig gesehen habe. Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass wir alle große Wohnungen haben und noch ein gemeinsames Haus in Kärnten, das so groß ist, dass wir auch alle gleichzeitig dort sein können. Und dadurch war der Sommer gesichert, es war Weihnachten gesichert, es war Ostern und sogar das Skifahren war gesichert für die Kinder, weil wir in Kärnten also sowohl einen See als auch einen Berg in der Nähe haben, was auch sehr angenehm ist. Das heißt, ich war mit dem Jahr nicht unzufrieden. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es anders gewesen wäre. Ich habe auch meinen Lieblingscousin an Corona verloren. Mit 78, also eigentlich zu früh. Aber im Großen und Ganzen sozusagen haben wir Glück gehabt. Also meine Enkelin hat Corona von der Schule heimgebracht, aber weder ihr Bruder noch ihre Eltern haben es gekriegt, Gott sei Dank. Und ja, und sie hat auch keine Symptome gehabt, aber sie war nur positiv. Also auch das ist gut gegangen. Ja, so. Eigentlich war es kein schlechtes Jahr. Susanne? Ja, danke. Ich sage vielleicht noch was dazu. Ich habe nicht nur ein Standbein, die Galerie, sondern ich habe auch eine Reinigungsfirma in Moskau, die uns gehört und die ich eben selbst leite. Und im Reinigungskonsulting für Prozess- und Kostenoptimierungen. Dadurch war das Ganze natürlich für mich das letzte Jahr, sagen wir so, auch nicht so einfach. Die Galerie war zugesperrt bis September. Da haben wir aber dann schon langsam auf online umgestellt. Die zwei Kinder hatte ich natürlich in der Zeit so nachher zu Hause. Das war eine gute Entscheidung. Wir haben auch Gott sei Dank eine große Wohnung, wo wir genug Platz hatten, dass jeder Online-Learning machen konnte, ohne uns auf die Zehen zu treten. Ich habe auch die Kinder sehr gut kennengelernt in der Zeit. Das ist aber auch sehr gut gelaufen. Sie sind natürlich auch sehr selbstständig geworden. Moskau war ich seit vorigem März nicht mehr, weil es Probleme mit den Reisen gibt. Da hoffe ich, dass ich jetzt wieder fahre. Habe ich natürlich das ganze Business online geleitet. Sämtliche Interviews, alles was war, aber Gott sei Dank arbeiten wir dort seit Mitte Juni vorigen Jahres wieder voll im Reinigungsbüro, was natürlich das Ganze ein bisschen erleichtert hat. Aber ich habe es geschafft, die Firma
über ein Jahr jetzt schon online zu leiten, ohne vor Ort zu sein, auch mit den Kunden zu kommunizieren, wo natürlich der Vorteil ist, dass wir jetzt über Online-Meetings mit unseren Kunden uns sehen und ich nicht vor Ort sein muss. Da ist es egal, ob ich in Wien oder in Moskau sitze. Ja, und der Consulting-Bereich ist natürlich auch alles über online gegangen. Wir haben uns nur sehr selten getroffen. Das war ganz gut machbar. Die Galerie haben wir dann im Herbst wieder aufgemacht, haben uns angepasst entsprechend den Phasen, ob offen sein konnte oder nicht, und sind dann in den letzten Monaten mit den Künstlern auch so weit vorangekommen, dass wir zur Sicherheit, weil teilweise offen war, teilweise geschlossen war, dass wir einfach Online-Events gemacht haben, dass wir Videos gemacht haben von der Ausstellung, von den Präsentationen, von einer Eröffnung im kleinen Rahmen, nur mit den Künstlern und so weiter. Und haben versucht, den Kunstinteressierten und den Besuchern, die sonst kommen würden, das Ganze online zu präsentieren. Und versuchen, extrem flexibel zu sein, indem wir offene Nachmittage machen, die wir kurzfristig ansetzen und dann ausschreiben, sowohl über Social Media wie auch per E-Mail, um den Leuten doch die Möglichkeit zu geben, die Ausstellungen anzuschauen und die Künstler zu treffen. Da haben wir auch mit der Margarita einen Online-Kalender jetzt installiert, wo sich die Besucher anmelden können, um dann Wartezeiten vor der Galerie zu verhindern. Und sonst kommen ja immer alle um 5 oder um 6 oder um 7, je nachdem, wann es beginnt. Und so haben wir das eigentlich bei den letzten zwei Events schon ganz gut geschafft, dass die Leute wirklich sehr aufgeteilt gekommen sind, von Anfang bis zum Ende. Und sie dadurch auch sich Zeit nehmen konnten, das anzuschauen und nicht vor der Tür warten mussten. Also wir haben auch jetzt gerade wieder eine Ausstellung in Vorbereitung, die eigentlich morgen eröffnet werden hätte sollen. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen eben auch eine Online-Präsentation machen, haben das auch im Online-Shop drinnen. Und werden, solange jetzt der Lockdown ist, das online promoten und dann wieder kurzfristig offene Nachmittage ansetzen, zusätzlich zu den Öffnungszeiten von 10, also täglich von 10, von 12 bis 14 Uhr. Was für uns jetzt auch in Moskau, wie auch mit der Galerie natürlich sehr wichtig ist, sind die Social Media, wo wir waren aktiv, aber nicht wirklich, in Moskau gar nicht, hier in Wien natürlich schon mit der Galerie. Da hat sich für uns schon viel getan. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in Moskau über Social Media die Bewerbungen für offene Positionen gemacht, was wir sonst immer nur über spezielle Tools gemacht haben, HR-Tools, um Leute zu finden. Und auch in die andere Richtung Kunden zu finden, Kleinkunden, Privatkunden. In Wien ist es natürlich sicher auch, dass mit der Galerie, dass über Social Media wir zeigen können, was wir ausstellen zurzeit, aber auch die Künstler, die wir vertreten und die wir dann natürlich über Instagram, über Facebook zusammen mit dem Online-Shop weiter promoten. Also für mich ist das kurz zusammengefasst, die Zeit war zwar nicht einfach, aber die Entschleunigung, dieses Runterkommen von dem Maximalismus, dass man jede Woche alles zerreißen muss, überall dabei sein muss und eigentlich nicht mehr so wirklich die Zeit hat, mit den Kindern die Zeit zu verbringen, mit den Freunden. Wenn man mit den Freunden sich treffen will, heißt es immer, in 3 Monaten habe ich noch einen Termin frei, weil alle so verplant sind. Im Moment kann man sich wunderbar schon zusammentreffen, dass man sagt, wenn es erlaubt ist, dass man sagt, treffen wir uns in einer halben Stunde auf einen Spaziergang im Park. Dieses Zurückkommen zu dem, sich ein bisschen besinnen und nicht alles machen zu müssen, ist schon sehr positiv, jetzt sowohl familiär wie auch im Geschäftlichen. Und für mich war es natürlich ein großes, sagen wir so, auch ein tolles Ergebnis, dass mit Moskau, mit dem Online-Führen der Firma,
so gut funktioniert hat. Ich habe natürlich die letzten 10 Jahre auch sehr viel mit ihnen online gemacht, weil ich nicht immer drüben war, immer nur 1-2 Mal im Monat, ein paar Tage. Aber jetzt hat das ein ganzes Jahr funktioniert. Und das ist für mich natürlich auch ein tolles Ergebnis, wo ich auch sehe, dass meine Mitarbeiter auch im Homeoffice wirklich toll gearbeitet haben, wie sie wirklich abgeschnitten waren und ihren Job gemacht haben. Es geht ja nicht darum, dass sie die Zeit absitzen oder so viele Stunden anwesend sind, sondern dass alles getan wird. Und das Interessante war auch, dass sie, in Moskau ist es ja so, dass sie teilweise 2 Stunden zur Arbeit fahren und 2 Stunden retour, dass das dadurch auch zu einer Work-Life-Balance-Umschichtung gekommen ist, dass sie einfach mehr Zeit haben, wenn sie von zu Hause aus arbeiten und wir jetzt auch so sind, wenn jemand sich nicht gut fühlt oder mit den Kindern was ist, kann er von zu Hause aus arbeiten und das Team akzeptiert es. Früher wäre das schwierig gewesen, hätte es geheißen, warum darf die zu Hause bleiben, warum muss ich im Büro bleiben? Ja, also da haben wir eine gute Umschichtung und ich finde, das ist ein guter Mindset-Change, der in diesem Jahr vor sich gegangen ist. Und wir sehen das auch bei den Kunden, dass die sehr stark jetzt ihre Mitarbeiter zu Hause arbeiten lassen, wo das früher gar nicht möglich ist. Also sehr viel positive Dinge, finde ich, die sich in der Umgebung getan haben. Wir hatten auch jetzt in der Umgebung eigentlich keine großen Fälle, nur leider der zweite Mann meiner Mutter ist an den Folgen von Corona mit 86 gestorben. Der hatte Corona nach einer Krebserkrankung und hat das Ganze aber überstanden und hat aber dann sich nicht mehr von der Schwere der Erkrankung erholt und ist jetzt vor einem Monat verstorben. Aber sonst, außer diesem Fall, hatten wir in unserer Umgebung eigentlich keine wirklichen Fälle. Das war so. Danke vielmals. Und wie ich höre, auch von allen Seiten, wir haben sehr viel gelernt und sehr viel hat sich geändert. Und ich glaube, für viele hört man auch so diese positive Änderungen. Und wenn sich so viel ändert, das heißt es, wir brauchen neue Best Practices, wir brauchen neue Methoden, die neue Ziele, die wir haben als Unternehmer, umsetzen können. Gibt es schon Best Practices bei euch in den Branchen und was konnte sein, wenn es nicht gibt? Vielleicht habt ihr darüber gelesen oder probiert ihr etwas, was in diesem Sinne etwas helfen kann und zeigen kann. Martina? Also ich denke jetzt mal, in der Coaching-Branche besteht wirklich eine ganz große Chance, dass wir jetzt den ganzen Dachbereich erreichen können. Dadurch, dass jetzt alles digital ist, ganzen deutschsprachigen Raum können wir jetzt erreichen und haben natürlich dadurch viel, viel mehr Möglichkeiten, mit Menschen zu arbeiten. Und ich glaube, dass es auch in meiner Branche ganz viel Arbeit geben wird. Ja, man braucht jetzt nur denken, die Kinder und Jugendlichen, die wirklich psychisch überfordert sind oder auch einzelne Berufsgruppen, die wirklich schon am Anschlag sind. Ja. Also ich höre auch, dass im Homeoffice immer mehr jetzt das Burnout im Vormarsch ist. Ja. Also ich glaube, als Coach, wenn man flexibel ist und offen ist, dann wartet ganz, ganz viel Arbeit und das wahrscheinlich auch auf Jahrzehnte. Ja. Für mich selber ist es, dass ich eben sage, für 2021, also mein zweites Buch ist kurz vorm Erscheinen. Ich bin jetzt ganz begeistert unter die Buchautorinnen gegangen und ich möchte auch mit meinem Thema den ganzen Dachbereich möchte ich erreichen. Mein Thema ist ja gesundes Arbeiten im Homeoffice und die gesundheitlichen Auswirkungen von der Bildschirmarbeit. Und ich glaube, das ist auch gerade jetzt ein Thema, das ja, kann man sich stundenlang, tagelang, wochenlang drüber unterhalten. Da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Und ich selber habe einige Projekte jetzt im Laufen, auch Kooperationsprojekte, weil das hat sich gerade im letzten Jahr herausgestellt, dass Kooperation was ganz, ganz Wichtiges ist.
und dass man sich nicht mehr als Konkurrenz sieht, sondern dass man wirklich sagt, wir arbeiten zusammen, denn zusammen sind wir stark. Und das hat mir jetzt im letzten Jahr, wie sich das so herauskristallisiert hat, das hat mir total gut gefallen. Und da starte ich jetzt dann auch ein Kooperationsprojekt zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich denke, ja, es gibt total viel zu tun. Danke. Katharina? Wir hören dich noch nicht. Ja, nachdem ich meine Firma gerade gründe, gibt es da ganz vieles, was ich eigentlich auch herausfinde. Für mich ist es ganz wichtig, ich bin jemand, also ich bin eher so dieser hemdsärmelige Typ und ich habe im Tun eigentlich vieles entwickelt. Das heißt, ich habe so Trainings, die ich in also derzeit als Pilotformate auch laufen habe und ich generiere da eigentlich ganz viel Know-how heraus und entwickle laufend meine Methode weiter. Und ich arbeite eben künstlerisch basiert und gebe den Klientinnen die Möglichkeit, sich anders wahrzunehmen. Und ich glaube, da ist auch ganz viel Luft nach oben da, im Bereich Kreatives in die Wirtschaft vor allem bringen oder auch in gerade vielleicht auch sehr verkopfte Bereiche, weil man dadurch ein neues Tool einfach einbringen kann. Und das merke ich, das wird gut angenommen. Und ja, ich glaube, da ist viel Luft nach oben noch. Danke. Ja, ich kann natürlich meine beiden Vorrednerinnen sehr unterstützen. Ich glaube auch, dass ganz viel Arbeit jetzt für uns da ist, eben diese Erweiterung auf den Dachraum, auf den Dachbereich. Gerade bei mir auch im Stimmtraining habe ich jetzt auch sehr viel Gesundheitsproblemchen, wenn man vor dem Bildschirm sitzt und vielleicht ein bisschen krumm da sitzt und das geht dann alles auf die Stimmbänder und man muss sich ständig räuspern und so. Also da ist auch bei mir in meinem Bereich sehr mehr der Fokus drauf gelegt worden, weil man eben jetzt mehr mit Mikrofon sprechen muss, mehr vor der Kamera sitzt. Also auch da gibt es ganz viel zu tun. Auf der einen Seite eben im Sprechtraining, auf der anderen Seite im künstlerischen Bereich bin ich sehr gespannt, wo es hingehen wird. Ich habe auch diese Entschleunigung genutzt, um ein One-Woman-Musical zu schreiben mit Publikumsinteraktion. Das wäre natürlich geplant gewesen, dann wieder für Bühnen, wo ich animiere zum Mitmachen. Da bin ich jetzt auch gespannt. Also ich plane das wirklich auch zu streamen und bin gespannt, wie das wird, ob das dann genauso die Menschen erreicht und die Herzen erreichen kann, ob Kunst übers Internet auch trägt und Melodien in die Herzen geht. Das bin ich sehr gespannt. Das haben natürlich jetzt alle Künstler dieses Thema. Was machen wir denn, wenn man Künstler kennt oder wenn man auch Musikliebende kennt, ohne Musik leben geht einfach nicht. Gut, dann darf ich fortsetzen. Also meine Branche ist ja die klassische Bildungsbranche. Das heißt, ich bin ja Lehrerin an einer Handelsakademie und eben Leiterin der Humboldt-Matura-Schule. Und ich habe mir deine Diskussion vom letzten Mal vom März angeschaut. Und eigentlich habe ich mir gedacht, da wäre ich gerne dabei gewesen, weil da ist tatsächlich die Frage dann aufgekommen oder eigentlich die Forderung, möchte ich fast sagen, dass die Bildungsbranche endlich im 21. Jahrhundert ankommen soll und hier einiges tun soll. Und natürlich stimmt das natürlich teilweise. Ja, klar. Ich hätte, und da fange ich jetzt ganz sicher nicht an, sofort 10 Argumente, warum das aktuell gar nicht geht und warum unsere Bildungsbranche, jetzt das Schulsystem, das klassische, so veraltet ist. Es ist vieles veraltet. Aber wie gesagt, wenn man ein bisschen auch aus der Branche kommt, dann merkt man, dass da einfach so viel verfahren ist, das kann man nicht so einfach in ein paar Monaten ändern. Aber viele haben es auch genutzt, das muss ich auch dazu sagen.
Und mir deswegen habe ich auch der Margarita am Anfang gesagt, dass ich eben meine zweite Leidenschaft, das unternehmerische Gestalten, so gut gefällt, weil ich in der Humboldt-Matura-Schule natürlich tatsächlich das umsetzen kann, und zwar sehr kurzfristig, was ich mir halt so in der Bildungsbranche vorstelle. Und da gibt es natürlich schon ein paar, sage ich einmal, Zielsetzungen, die wirklich auch schnell umzusetzen sind, halt leider nicht im normalen Regelschulsystem. Also da geht einiges nicht so schnell. Aber in einem Unternehmen, wenn es einem selbst gehört, und das sozusagen war wirklich vor 5 Jahren mein Traum, dass ich mir das erfüllt habe, meine eigene Schule damals zu übernehmen, also zu leiten, weil man da einfach sehr viel selbst umsetzen kann. Und dass das jetzt das Digitale so auf uns eingebrochen ist, das ist mir sehr, war für mich ganz in Ordnung, weil, wie gesagt, diese auch von den Kunden her dieser Damm gebrochen ist, dass man nicht genau weiß, wie schaut das mit digitaler Weiterbildung aus, will ich da teilnehmen oder nicht, und das ist ja irgendwie eh blöd, und da lerne ich ja eigentlich nichts, und da gibt es dann keinen gescheiten Trainer, und der ist dann sozusagen nicht so richtig vor Ort, und ich weiß gar nicht so, ob der was kann, oder funktioniert das auch mit den Medien. Also da gibt es einfach sehr viele Hürden noch, die jetzt im letzten Jahr viele gefallen sind. Ich habe eigentlich erst heute, also zufälligerweise heute Vormittag, vom Bildungsnetzwerk Steiermark einen Bericht bekommen. Die haben eine Umfrage, ich glaube, bei ungefähr 260 Teilnehmern gemacht, eben was die digitale Weiterbildung betrifft, ob sie angenommen wird, ob die Leute das in Zukunft annehmen und was sie sich für Qualitätskriterien erhoffen. Und in diesem Zusammenhang, das habe ich mir sehr gut jetzt schon angeschaut, jetzt in der Zwischenzeit, obwohl ich heute schon Unterricht hatte digital, aber dazwischen hat mich das interessiert. Und da ist schon wieder einiges drinnen, was man eben beachten sollte. Das heißt, du fragst immer nach Best-Practice-Beispielen. Grundsätzlich einmal die Fernlehre, also wir nennen es halt Fernlehre, ist ein altertümlicher Begriff irgendwie. Humboldt hat irgendwie schon seit 70 Jahren Fernlehre gemacht, aber früher natürlich ganz anders. Ganz anders und auch ganz andere Programme. Das heißt, das hat vor 70 Jahren begonnen mit Brief hin und her schicken und irgendwelche Unterlagen selbst gestalten, hin und her schicken mit Brief und Antwort und so. Das ist natürlich alles völlig veraltet und das passiert natürlich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Wir nutzen jetzt wirklich Online-Plattformen, moderne digitale Medien und natürlich alle auch Möglichkeiten, um alle Lerntypen irgendwie anzusprechen. Es ist der digitale Unterricht ein bisschen mehr tricky, als man sich das eigentlich am Anfang vorstellt, weil es ist nicht einfach nur sich da hinstellen oder hinsetzen, so wie ich jetzt, und irgendwas eine Stunde lang erzählen. Also damit verlierst du natürlich die Teilnehmer innerhalb kürzester Zeit und hängen bleibt auch nicht viel. Also da muss man schon sozusagen auch vieles Neues lernen. Und auch dann sozusagen, weil ich es vorher auch gehört habe, dass das nicht nur das Burnout bei Homeoffice, sondern eben auch bei den Schülern zunimmt und auch die psychische Belastung, das hätte ich mir ja als alter Lehrer vor einem Jahr ja auch nicht vorgestellt, muss ich ja sagen. Ja. Da ist man ein bisschen in diesem Fahrwasser, wo man sich denkt, na, die haben ja eh alle Möglichkeiten und da gibt's ja nichts zu meckern und sie haben ein Handy und können den ganzen Tag vorm Computer sitzen, aber das ist es nicht. Das heißt, da habe ich sehr viel auch gelernt, was auch die psychische Gesundheit und der Teilnehmer, der Schüler, der Kursteilnehmer betrifft. Das ist, das gesamte Setting ist anders. Also es ist nicht nur sozusagen auf der Seite, wie ich etwas vermittle, anders, als wir uns das einfach vorstellen, also anders als im Präsenzunterricht. Es ist auch anders, wie die Teilnehmer das aufnehmen auf der anderen Seite des Computers. Und da habe ich vieles noch nicht durchschaut, das muss ich auch sagen. Das heißt, das ist für mich sicher ein Lernprozess weiter. Aber ich habe es eh schon gesagt, ich lerne wirklich gerne, aber da werden wir auch noch vieles tun, weil wir lernen müssen, wie eben dieses Setting, also von der einen Seite vermitteln, Unterricht und Lehrinhalte, aber auf der anderen Seite, wie die Leute das auch aufnehmen, ohne dass sie eben dabei krank werden und noch was mitnehmen und dann sozusagen auch ihre Prüfungen schaffen. Das ist eigentlich etwas, woran wir arbeiten. Das ist auch nicht etwas, das ich in 2 Monaten gelöst habe.
Aber da gibt es im Moment tatsächlich viel an, sage ich einmal, Literatur und auch Gespräche und Lernen, einfach Lernen, aufnehmen, lernen, umsetzen. Ich habe von Hemdsärmelig gehört, ja, das bin ich auch so ein bisschen, wenn ich gestalten möchte. Und da tut sich sicher noch ganz viel. Also das ist eigentlich erst am Anfang, dass wir lernen, dass dieses Online-Unterrichtssetting wirklich in der Gesamtheit etwas ganz anderes ist als das, was wir aus der Schule kennen. Und im, sage ich mal, normalen Schulsystem wird sich das noch eine Zeit lang nicht ändern. Das, wie gesagt, da habe ich tatsächlich viele Gründe im Hinterkopf, warum das nicht so schnell geht. Aber ich kenne auch viele Kollegen, da möchte ich auch eine Lanze brechen für die, die das auch ändern möchten, also die auch lernen und sich auch versuchen, da weiterzubilden. Aber ist halt nicht so leicht. Und auch die Schüler müssen auch umlernen, das muss man auch dazu sagen. Die sind ja sozialisiert in einem Schulsystem, das ja auch ganz anders war. Das ist nicht etwas, das sich einfach umstellen lässt durch irgendein Tool, durch ein Zoom oder durch ein Teams oder so. Das ist nur ein Teil von der ganzen Geschichte. Da muss sich viel mehr umstellen, auch in den Köpfen der Lehrenden und auch auf der anderen Seite der Schüler. Also, aber das ist ein schöner Weg und ich glaube schon, dass doch einiges hängen bleiben wird. Ein Satz vielleicht noch ganz kurz, Zielsetzung 2021. Ich bin ja hier auch eingeladen als Unternehmerin und da möchte ich mich anschließen. Da haben eh schon ein paar was gesagt dazu. Das ist etwas, das ich auch aber sehr schnell gelernt habe, einfach weil ich auch tolle Mitarbeiter habe, Mitarbeiterinnen, dass die Arbeit trotzdem funktioniert. Es geht. Ich muss nicht jeden Tag im Büro sein. Ich muss nicht jede Arbeit immer absegnen oder kontrollieren, schon gar nicht. Also ich muss auch nicht immer anwesend sein. Es geht. Also sozusagen Mitarbeiter hier auch wesentlich freier zu lassen, möchte ich fast sagen, oder einfach sie tun zu lassen, das geht unglaublich gut. Also ich bin ganz, ganz fasziniert immer wieder, was dann wieder rauskommt, wenn man Dinge sieht, von denen man vorher nichts gewusst hat, aber die Mitarbeiter machen es. Das ist toll, das ist einfach super. Danke. Danke. Das heißt, die digitale Transformation, was schon ein Begriff ist, es ist genau das, was du gesagt hast. Es ist die Transformation, dem ganzen Prozess, nicht die einzelnen Schritte und auch so diese Umformung, so diese Mindset und Umformung an dem Gesamt und auch von beiden Seiten, quasi beide betroffene Seite in dem Sinne Lehrer und auch dem Schüler, weil es ist nicht nur einseitiger Prozess, weil dann wird die Zugänglichkeit ganz andere, wenn sie nur eine Seite ändert und die andere diese Änderung quasi vermeidet und nicht dazu nimmt. Maria, kann ich dich bitten, deine Zielsetzung 2021? Wir hören nicht die Mikro, glaube ich. Bei mir hat es nämlich so einen Rückhall gehabt, ich habe dann die Ohrstecker rausgenommen und habe das Mikro ausgeschaltet, dann war es besser. Dann habe ich den Rückhall nicht gehabt. Ich bin eine unverbesserliche Optimistin und hoffe, dass ich nicht nur bis zum Sommer dann endlich beide Impfungen habe oder zumindest eine. Altersmäßig wäre ich schon längst dran, aber irgendwie ist das nicht so. Und dass sich damit doch das Leben wieder relativ normalisiert, ich sage bewusst relativ normalisiert, es wird nie wieder ganz so zurückkommen, wir werden alles vorsichtiger sein, das ist aber gar kein Schaden. Und wir werden aber hoffentlich ab Herbst wieder ein halbwegs normales Leben mit regelmäßigen Impfungen und Mundschutz und vielleicht auch kleineren Gruppen haben. Auch das ist gut. Ich werde mir die Segnungen der Digitalisierung bewahren. Das heißt, nicht jede Sitzung muss dann analog sein, aber ich werde auch nicht alle Sitzungen durch digitale Sitzungen ersetzen, weil ich glaube, dass die Kombination aus beiden ein Gewinn ist. Man kann nicht alles digital, also vieles geht bei der Digitalisierung schon auch verloren, was an zwischenmenschlichen Kontakten wichtig und notwendig ist.
Daher glaube ich, dass ein guter Mix aus beidem uns einerseits Wegzeiten ersparen wird. Ich glaube, dass, also für mich, ich bin ja in meinem Leben, musste ich in so viele Flugzeuge steigen und so viel reisen, dass mir für den Rest meines Lebens eigentlich Wien, Klagenfurt oder Wien-Wörthersee absolut reicht. Und das mit dem Auto oder mit dem Zug, das ist mir relativ egal. Aber meistens habe ich so viel mit, dass das Auto besser ist und außerdem brauche ich dort ein Auto. Und wir werden aber auch viele berufliche Reisen, die ich jetzt noch habe, durch Digitalisierung ersetzen können. Das haben wir jetzt schon gelernt. Also umweltmäßig, glaube ich, hat sich da ein positiver Effekt eingestellt, von dem ich hoffe, dass er nicht ganz verloren geht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt überhaupt nirgends mehr hinfliegen werde, aber es ist doch sehr eingeschränkt. Und ich werde mir es jedes Mal zweimal überlegen, wenn es eine Alternative gibt. Und das werden sich sicher auch die Frauenorganisationen, die ich da so international immer getroffen habe, auch überlegen. Also so gesehen, finde ich, ist die Situation natürlich schwierig und für viele nicht so lustig. Ich muss für mich sagen, und das war eigentlich auch sehr schön bei euch, ihr habt auch alle was Positives dran gefunden und nicht nur Negatives, dass wir aus dieser Situation einfach das Beste machen sollten. Es bleibt uns eh nichts anderes übrig. Danke. Susanne? Ja. Also für mich ist auf jeden Fall, wie glaube ich auch die anderen gesagt haben, die Zielsetzung, den Online-Auftritt und die Social-Media-Investitionen, die wir gemacht haben, weiter zu forcieren und in jedem Fall weiterzuführen. Auch was die Maria gesagt hat, weniger reisen, weil ich war schon sehr viel unterwegs, was natürlich sowohl businessmäßig als auch familymäßig immer sehr schwierig war. Habe jetzt dem gemerkt, dass vieles auch online geht, dass ich mich mit Kunden sehr wohl auch online so treffen kann, zwischendurch einmal, wie auch mit den Mitarbeitern und ich nicht jeden Monat zweimal drüben sein muss, in Moskau zum Beispiel. Und auch in Wien für sowohl Galerie wie auch im Consulting-Bereich, dass wir uns nicht jedes Mal sehen müssen, sondern das genauso über online machen können. Und es ist wesentlich leichter, Meetings zu organisieren, wenn man sich einlinken muss, als wie wenn man persönlich zusammenkommen muss. Also in dieser Hinsicht möchte ich das Positive aus diesem Jahr natürlich auch weiterhin mitnehmen und forcieren. Was im privaten Bereich betrifft, ist es natürlich für die Kinder, da möchte ich auf den Schulbereich auch zurückkommen, der Online-Unterricht, ich sage, Online-Unterricht ist besser als diese Teilung, wie es jetzt war, zwei Tage, also ein Tag online, zwei Tage zu Hause, zwei Tage Präsenz. Weil dann kommt so ein Kuddelmuddel raus und die zwei Tage Präsenz, wo sie zu Hause sind und Aufgaben machen müssen, das wird so als Urlaubstage angesehen. Also ich sage entweder Online-Unterricht oder Präsenzunterricht. Aber Online-Unterricht, die Lehrer müssen sich halt anders aufstellen für den Online-Unterricht, um die Kinder zu beschäftigen, um den Stoff auch richtig drüber zu bringen. Und am Anfang haben sie natürlich immer die Sorge, dass alle Schüler anwesend sind. In der Schule sind sie automatisch anwesend. Beim Online-Unterricht geht einer verloren übers Internet oder einer kommt zu spät und so weiter. Aber trotzdem haben meine Kinder damit umzugehen gelernt und kommen gut damit zurecht. Das Einzige ist natürlich, die sozialen Kontakte brauchen sowohl die Kinder wie auch wir. Und deswegen freue ich mich natürlich wieder, wenn wieder Vernissagen sein können und ich die Mitarbeiter wieder sehen kann. Aber natürlich, man kann das ein bisschen zurückfahren. Man muss jetzt sich nicht den Stress machen und ständig unterwegs sein und ständig maximalistisch 1000 Sachen unter einen Hut bringen, auch wenn 50 vielleicht auch genug wären. Also insofern sehe ich das positiv. Ich hoffe natürlich auch, dass wir bald eine Möglichkeit zur Impfung bekommen. Und wenn das auch keine Garantie ist, dass man nicht krank wird, aber das sicher mal die Situation allgemein verbessert. Und dass wir ab Herbst doch wieder ein
relativ Normales, ein New Normal, wie man jetzt auch sagt, haben werden, wo die Leute sicher vorsichtiger damit umgehen, in einer veränderten Art und Weise, aber doch wieder das Soziale auch ein bisschen mehr im Vordergrund stehen darf. Ja, das war's von meiner Seite. Danke. Und darf ich jetzt zum Schluss euch bitten, drei Begriffe oder drei Wörter, muss nicht gleich Begriff sein, so wie wenn wir jetzt in moderne Zeiten leben, die Hashtag ist schon bekannt, sozusagen drei Hashtag, die euch begleiten würden für diese Zielsetzung 2021, die ihr euch sagen kann zum Abschluss. Dann fangen wir wieder mit Martina an. Also das eine ist auf jeden Fall Flexibilität. Erfinde dich jeden Tag neu. Das zweite ist für mich Mut. Wirklich an sich glauben und Schritte setzen und sie einfach versuchen. Und das dritte ist, habe ich heute auch schon einmal erwähnt, gemeinsam sind wir stark. Danke. Also bei mir ist es fast perfekt mit dem Rechtschreibfehler auch drinnen, weil ich bin selber schwere Legasthenikerin und ich bringe den Menschen auch im Führungsbereich Fehlerkultur näher und dass es einfacher ist, wenn wir Fehler integrieren lernen. Also ist es fast perfekt. Das andere ist Art Thinking Kommunikation, weil die mache ich, also eben das Kreative und das neugierig machen. Und jetzt ist mir noch ein dritter Begriff eingefallen, aber der ist mir gerade entfallen. Fällt mir jetzt nicht ein. Ich würde sagen, vielleicht am Ende, wenn ich nochmal sagen kann. Genau, vielleicht ist es mir eingefallen. Eben, nicht perfekt. Angela? Ja, bei mir ist es auf jeden Fall mutig sein und tun, wo das Herz schlägt. Dann bin ich einfach so ein wahnsinniger Sonnenschein, der immer positiv denkt. Also bei mir ist Mut und Sonnenschein und auch gemeinsam sind wir stark, dass man einfach gemeinsam sich vernetzt, zusammenhält und trotzdem weitergeht. Danke. Ja, ich habe mich auch ein bisschen darauf vorbereitet und mir überlegt, was passt so zu mir. Und ja, es gibt viele Begriffe natürlich, aber der erste, der mir sofort eingefallen ist, der ist noch nicht gefallen, Vertrauen. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Ich muss und darf und es ist okay, Leuten zu vertrauen. Da geht es um Mitarbeiter, da geht es um Schüler, auch um Schüler. Ich bin ja als Lehrer irgendwie so immer, ich unterrichte jetzt seit 25 Jahren, immer so ein bisschen kontrollmäßig aufgewachsen, sozialisiert worden in der Schule. Wir kontrollieren die ganze Zeit irgendwelchen Output, Arbeiten, was halt rauskommt. Aber das ein bisschen loslassen und das Vertrauen, dass auch was gelernt wird, ohne dass ich das kontrolliere, das hat mich sehr geprägt und das würde ich sehr, sehr gerne fortsetzen. Ja, da bin ich am Lernen, an mir, an meiner eigenen Persönlichkeit viel mehr Vertrauen, viel mehr Vertrauen. Und wie gesagt, bei Mitarbeitern ist es einfach, weil sie so toll sind und aber auch bei den Schülern ist es eigentlich einfach, weil sie auch wirklich gut arbeiten. Sie haben sich an diese Arbeitswelt auch wirklich, ich unterrichte in der Oberstufe, das muss da dazu sagen, Oberstufe ist sicher wieder ganz was anderes als Unterstufe, das ist völlig klar, aber in der Oberstufe haben die Schüler wirklich also unglaublich viel gelernt in den letzten Monaten und sind wirklich auch gut geworden in der Organisation ihrer eigenen Lernprozesse und da kann ich wirklich viel Vertrauen schon haben. Da muss ich nicht alles kontrollieren, auch weil vorher die Anwesenheit ein Thema war. Nein, natürlich muss ich die Anwesenheit kontrollieren, aber im Grunde ja, ein bisschen Vertrauen ist auch in Ordnung. Wenn Sie der Meinung sind, auch die Schüler, wenn sie einmal 10 Minuten sich ausklinken wollen, ja, dann werde ich da nicht sofort böse sein, sondern dann ist das so. Sie kommen dann eh wieder. Also auch hier ein bisschen Vertrauen an Oberstufenschüler. Das muss man auch sagen. Und das Zweite ist, das ist jetzt kein Wort, aber etwas, das mich auch sehr geprägt hat, ist
Ich habe früher immer ein bisschen geglaubt, ich bin ja Lehrer, ich muss das wieder dazu sagen, weil sonst ist das, kommt das ein bisschen komisch rüber, aber ich habe immer geglaubt, ich weiß ungefähr so alles oder ich weiß immer, was gut ist oder was kommt oder was richtig ist, aber das stimmt überhaupt nicht. Seit einem Jahr, jedes Mal, wenn mich ein Schüler fragt, was glauben Sie, Frau Professor? Na, ich weiß es einfach nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich hätte mir das alles nicht vorstellen können. Und man akzeptiert einfach manchmal, dass es eben Dinge gibt, die man sich nicht vorstellen kann, und dann muss man sich wieder selbst erfinden, ja, mit der Situation zurechtzukommen, macht mir wirklich Spaß. Also es ist okay, nicht immer alles im Vorhinein zu planen und zu wissen, sondern auch einmal mit einer Situation zurechtzukommen. Ich glaube sogar, dass das etwas für mich ganz persönlich etwas sehr, sehr Wichtiges war, was ich ein bisschen gelernt habe und weiter lerne und mitnehme. Und das Dritte ist, das ist natürlich wieder, ich bin Bildungsmensch seit Anbeginn meiner Schulzeit. Dieses Lernen, ich möchte es noch einmal sagen, das macht mir wirklich Spaß. Also ich weiß einfach so viele Sachen nicht und es macht mir immer, immer wieder Spaß zu lernen. Die Margarita betreut uns ja auch in der sozialen Sichtbarkeit, im Auftreten, in den sozialen Medien und es ist unglaublich, was sie mir schon alles beigebracht hat, was ich einfach nicht gewusst habe. Meine Schüler übrigens wissen auch vieles nicht, das muss man auch dazu sagen. Also, weil vorher, ich weiß, das passt jetzt gerade nicht mehr dazu, weil das jetzt ein Schlusswort war, aber ich darf das vielleicht noch sagen. Die Schüler wissen zwar schon, mit ihrem Handy umzugehen, aber die müssen auch teilweise akzeptieren, dass sie lernen müssen, wie man eben mit einem Laptop umgeht oder mit einem Computer und wie man vielleicht einen Brief schreibt mit einem Word, weil, wie gesagt, ein einfaches WhatsApp oder ein Insta-Post, das ist nicht das, was wir an digitaler Kompetenz brauchen in der Schule und sie selbst auch brauchen. Deswegen auch die müssen lernen. Aber dieses gemeinsame Lernen, wie gesagt, mir persönlich macht es immer Spaß. Ich bin auch wahnsinnig gern ein Vorbild. Das ist, wenn mich jemand nach einem Motto fragt, dann ist es eigentlich immer, dass ich sozusagen ein Vorbild sein möchte und dass das eigentlich das meiste ist, was ich leisten kann als Lehrer. Und das ist so ungefähr das, was ich mitnehme, teilweise schon von früher und teilweise jetzt auch neu gelernt. Danke. Danke sehr. Maria? Wir hören noch nicht. Na, noch nicht. Oder? Genau, die Mikro muss. Entschuldigung. Also Entschleunigung erhalten, neugierig bleiben und positiv denken. Danke. Susanne? Also für mich ist auch Entschleunigung beibehalten in jeder Hinsicht, privat und im Business. Gemeinsam sind wir stark. Wo wir mit positiv denken, Teamgeist, Vertrauen und Lebensfreude alles lösen können und eben mit Neugier, mit Mut und Neugier Lösungen finden. Und der dritte Block, wo ich sage, das ist das positiv denken und Lebensfreude, extra noch einmal. Weil man kann immer eine Lösung finden, auch wenn es nicht immer die beste ist. Aber man kann ja dann weiter daran arbeiten, sie noch zu verbessern. Das ist das Credo für mich und meine Teams. Danke vielmals. Katharina, hast du dein drittes Wort? Passt, dann Authentizität. Die finde ich auch noch ganz wichtig. Ja. Ja, das ist mit diesen positiven Schlussworte, glaube ich, von allen. Es ist sehr wichtig, sozusagen diese positiv zu behalten, weil anderes geht nicht. Werde ich heute abschließen. Margarita Mischewa, deine digitale Mutmacherin.